Das Saxoprint Racing Team Germany hat sich vor dem Saisonstart am Sachsenring der Öffentlichkeit präsentiert. Neben dem Schotten John McPhee und dem Franzosen Alexis Masbou ist vor allem der Oberlungwitzer Max Kappler die große Hoffnung des Teams. Er hat zur Pressekonferenz schon sehr klare Ansagen gemacht. Vor allem die Aussage von Bernd Keller, einem der Sponsoren, dürfte für Max Kappler Ansporn und Herausforderung sein. Er sagte, wir haben ein starkes sächsisches Team, mit Saxoprint auch einen starken sächsischen Hauptsponsor und jetzt brauchen wir noch einen starken sächsischen Fahrer, der das Feld aufmischt. Damit hatte er natürlich Max Kappler gemeint. Ja, das ist auf alle Fälle eine Herausforderung, aber ich nehme die Herausforderung natürlich an. Ich freue mich riesig auf das Jahr. Das ist jetzt das entscheidende Jahr. Ich will trotzdem mit Spaß und viel Lockerheit an die ganze Sache rangehen. Hatte jetzt eine perfekte Vorbereitung. Konnte richtig schön viel trainieren. Und ich denke, ich bin topfit für die Saison. Warum ist jetzt ausgerechnet das entscheidende Jahr? Ja, ich bin jetzt 17. Wäre im Oktober 18 und man muss dann einfach sagen, ja, mit 19 brauchen wir dann nicht mehr in die WM gehen. Da ist dann der Zug abgefahren. Und ja, aber ich denke, das wird. Das wollen wir noch mal genau hören, auch um den Nachwuchspiloten nächstes Jahr noch mal daran erinnern zu können. Ja, 2016 will ich unbedingt in die Weltmeisterschaft als Fixstarter und dafür kämpfe ich. Mit seiner bisherigen Vorbereitung hat er gezeigt, dass es ihm ernst ist. Mit der Schule setzt er derzeit ein Jahr aus, um sich voll und ganz seiner Karriere zu widmen. Und da konnte ich jetzt seit Weihnachten wirklich 20 Stunden die Woche nur richtig Fitness pauken, Motocross, Langlauf, Krafttraining, Joggen, also alles mit dabei und es hat riesig viel Spaß gemacht. Im Juli hat Max Kappler ein für ihn wichtiges Rennen. Er fährt auf dem Sachsenring vor Zehntausenden Zuschauern. Wenn man bedenkt, dass er nur 500 Meter vom Sachsenring entfernt ist, kann man sich vorstellen, dass seine Gänsehaut schon fast durch seinen Rennanzug hindurch zu erkennen sein wird. Ja, denken ist jetzt ist schwierig. Man genießt die Atmosphäre. Sind viele Sponsoren an dem Wochenende da, die Familie sind alle mit dabei und natürlich auch die Freunde. Und es wird einfach wieder geil wie letztes Jahr. Zur Teamvorstellung war es dann auch gelungen, dem schottischen Fahrer John McPhee ein Versprechen abzuringen. Mag sein, dass die Frage von Moderator Ron Ringgut nicht ernst gemeint war, doch John McPhee ging darauf ein und sagte zu. Wenn er gewinnt, trägt er einen Schottenrock. If I get on the podium, the top step of the podium, I will wear the kilt onto the podium. You're Scottish. You have a kilt? Yes, I have one. Yeah, yeah. It's not like people think from the outside. You know, normally everybody thinks if you come to Scotland, everybody is walking with the small skirts on. But no, it's not like this. Normally, only for a special occasion like a wedding or something like this. But yeah, if I get the top step of the podium, I will wear the kilt. Doch dafür muss er den Podestplatz erst einmal erreichen. Das Rennwochenende ist vom 10. bis 12. Juli auf dem Sachsenring.